Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy 14 Endwalker. Wir sind langsam aber sicher am Ende von Endwalker. Es werden aber noch einige Folgen kommen, keine Sorge. Darum würde ich sagen, nicht lange geschnackt, wir legen los. Und darum Hallöchen und auf geht's. So, wir sollen mit den Leuten hier quatschen und ihnen erzählen, was wir vorhaben, damit sie nicht ein bisschen verrückt werden. Also, Hallöchen. Na, verstanden? Den Turm wieder hochfahren? Nein, bitte. Ich will nie wieder über dieses Ding nachdenken müssen. Schlimm genug, dass ich es jedes Mal sehen muss, wenn ich auch nur einen Schritt nach draußen tue. Die Schreie meiner Freunde, deren Verstand von diesem Turm zerfressen wurde, klingen mir immer noch in den Ohren. Kann ich verstehen? War sicher nicht angenehm. So. Oh, die schweigsame Alte. Hallo. Ei, ei, ei. Ihr wollt was mit dem Turm anstellen? Das halte ich für töricht, überaus töricht. Es ist noch nicht lange her. Da hat magisches Feuer mein Heim verschlungen. Kein Stein ist davon übrig geblieben. Ich weiß natürlich, dass ihr solche Dinge nicht macht, aber du liebe Zeit, die Magie jagt mir so viel Angst ein wie eh und je. Und dieser Turm ist doch die reinste Ausgeburt der Magie. Ah, die ist auch wohl etwas negativ eingestellt. Kann nicht verstehen, aber ich muss ihn trotzdem aktivieren. Na Knabe, alles klar? Der Turm von Babil? Nein, das dürft ihr nicht. Dann passieren nur wieder schreckliche Dinge und wir müssen wieder Angst haben und uns verstecken. Ich glaube nicht, denn ich weiß doch, was ich tue. So, die sind hier im Waggon, denke ich mal. Hallo. Oh, danke, 2.0, nur etwas älter. Wie ich dazu stehe, dass der Turm von Babil wieder benutzt werden soll? Ich bin mir nicht sicher, was der Turm mit den Nichtswesen zu tun hat, wenn ich ehrlich bin. Aber ihr habt uns wahrhaftig vor dem Untergang gerettet, also, wenn ihr sagt, dass es notwendig ist, dann will ich euch vertrauen. Ja, cooler Typ. Dankeschön. Entschuldigung. Oh. So. Boba Ea. Oh Gott, sind das Namen. Hi. Das mag jetzt in deinen Ohren seltsam klingen, aber was euch wie ein schauriges Gewölbe erscheint, war lange Zeit unser Kaiserpalast und er war auch ein Symbol unseres Stolzes. Ganz gleich, welchem Übel er letztendlich diente, er ist doch Teil unsere Geschichte. Er gehört uns, dem galäischen Volk und niemanden sonst. Aber lass das nicht das Korps hören. Ich kann es mir nicht leisten, wegen solchen Geplapper keine Hilfsgüter mehr zu bekommen. Würdest du trotzdem kriegen, keine Sorge. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen raus. Bist du fertig? Julius und die anderen brauchen sicher auch nicht mehr lang. Nett waren diese Gespräche ja nicht gerade, hm? Ah, Astla. Das hier sind die Herren Administratoren Gnaios und Medeus. Ganz in der Nähe des Sanaculum Imperials gibt es einen Zufluchtsort, den Sanatus. Dort arbeiten die beiden an einem neuen Regierungssystem für Galemald. Als ich sie um ihre Meinung bezüglich eures Plans mit dem Turm fragte, sagten sie, dass sie direkt mit dem Isabat-Korps sprechen wollten. Deswegen habe ich sie hierher begleitet. Nur sind Alfino und Alice scheinbar noch nicht zurück. Das spielt keine Rolle. Wir sind in erster Linie hier, um zu klären, wem
der Turm von Babil rechtmäßig gehört. Der Turm ist und bleibt der Kaiserpalast, der Sitz des galaischen Kaisers. Als solcher ist er von enormer historischer Bedeutung für Galimald selbst. Ein Symbol dessen, was wir als Volk und Nation erreicht und geschaffen haben. Daher betrachten wir es als unerhört und unrechtmäßig, dass eine fremde Macht von ihm Besitz ergriffen hat und das auch noch unter dem Deckmantel der Hilfe und Unterstützung. Wir machen uns nicht vor, das galaische Kaiserreich ist gefallen, aber der Grund dafür war ein Bürgerkrieg und nicht etwa eine Invasion seitens Eosias und seiner östlichen Verbündeten. Weder sollten wir also unseren Grund und Boden noch unsere Geschichte und eines ihrer Wahrzeichen an eine Besatzungsmacht übergeben müssen. Und wir sind gekommen, um dies ein für alle Mal klarzustellen. Die verstehen alles falsch. Eieieiei. Ich glaube, es wird noch schwierig. Nicht wahr, Julius? Nein, nicht mit dir, Sero, mit Julius. Wenn die Herren Administratoren mit dem Ilsabat-Korps sprechen wollen, bringe ich sie zum Deridium. Das liegt näher als Camp Splitterglass und der Weg dorthin ist zudem sicherer. Alfinut und Alice sollten wir ebenfalls per Funk Bescheid sagen. Herr Medius, Herr Kneios, wäret ihr damit einverstanden, wenn wir uns dem Senatus zuwenden, um mit den Leuten dort zu sprechen? Es ist zwar wahr, dass sich der Turm derzeit unter der Verwaltung des Ilsabat-Korps befindet, aber unser Anliegen beruht gänzlich auf meiner Bitte. Daher wäre auch ich gerne an den Verhandlungen beteiligt. Allerdings gebe ich auch ganz offen zu, dass ich mit der Lage der galaischen Gemeinschaft längst nicht ausreichend vertraut bin, um euren Standpunkt angemessen berücksichtigen zu können. So gelobe ich, wahrheitsgemäß Auskunft über meine Absichten zu geben, ohne Druck auf euch oder andere Mitglieder der Gemeinschaft auszuüben. Es ist mir ernsthaft wichtig, mehr über Galimald und seine Bewohner zu erfahren. Nun gut, aber beim ersten Anzeichen von Aggression wird allerdings sofort Alarm geschlagen. Es ist nicht weit. Ich allein sollte als Eskorte zum Deridium genügen. Geht ruhig schon mal zum Senatus vor. Ich stoße zu euch, sobald ich die Eskorte beendet habe. Okidoki. Immer dieses Rumgefliege, ey. Das ist der Senatus. Soweit ich informiert bin, ist dies provisorischer Stützpunkt wie Bleibe für Galimalds Politiker und andere Würdenträger. Da ist der Zugang nicht jedem gestattet. Doch Administrator Achneus hat uns wohl in den Kreis der Geduldeten aufgenommen. Es kam eben Nachricht von Schulus. Eben wollte sie mich noch nicht einlassen. Nicht einmal einen Blick ins Innere durfte ich werfen. Das sollte sich ja jetzt hoffentlich erledigt haben. Davon gehe ich aus. Kommt, treten wir ein. Okidoki. Schaut irgendwie aus wie dort, wo wir schon waren. Naja. Also dann, Asna. Hören wir uns auch hier um und fragen die Leute nach ihrer Meinung zu unserem Plan. Außerdem sollten wir die Augen offen halten. Ob uns hier irgendetwas Besonderes auffällt, prägt euch gut ein, was ihr an diesem Ort vorfindet. Das gehört schließlich auch dazu, die Galear hier zu verstehen. Vielleicht hilft uns ein scharfes Auge auf dem Weg zu einem Kompromiss. Okidoki. So, ich dachte eigentlich, es kommt eine Videosequenz, aber nö. So. Stapel mit Gütern. Okay, was haben die Schönes?
Dir fallen diverse Kisten verschiedenster Größe auf. Sie scheinen vom Ilsabat-Korps zu stammen, zweifelsohne Versorgungsgüter. Ja, also, aber haben wollen sie trotzdem Zeug von uns, hä? Ja, ja. Up und ho. Ist die? Also, die Sache ist die. Ich bin nur eine einfache Wache. Was soll ich schon groß zu Politik sagen? Aber eines weiß ich ganz sicher. Unsere Würdenträger tun wirklich ihr Äußerstes, um uns zu schützen und einen gewissen Wohlstand aufrechtzuerhalten. Ich glaube fest an sie. Okay. Die sind wahrscheinlich fast leer. Oder sind auch von uns? Ein altes Fass, dessen Bauweise dir bekannt vorkommt. Es scheint, dass es der Erzseim aus Labis Manalis auch bis hierher geschafft hat. Es ist auch von uns. Huch. Ich renne heute auch überall rein. Eieiei. Juhu, Markus. Also, so schaut's aus. Unsere Beziehung zum Korps? Ich weiß nicht recht. Du musst wissen, dass ich dafür zuständig war, ein Auge auf die Überlebenden zu halten und Vorräte zu verteilen. Um alle über die Runden zu bringen, ist die Hilfe des Ilsabat-Korps notwendig. Dessen bin ich mir durchaus bewusst. Vielleicht mehr als manch anderer. Andererseits darf die Zukunft Gallemals nicht vollends in fremde Hände gelegt werden. Selbst wenn wir die Unabhängigkeit der Provinzen akzeptieren, daher denke ich, dass insbesondere das Kaiserpalast uns gehören muss. Aha. Aber der gehört eh euch. Ich habe was verkauft. Juhu, ich bin reich. Nein, bin ich nicht. Jo, war schade. Und? Wie lief's? Und? Was habt ihr alles gesehen und gehört? Ja, dies, das, jenes. Mir ging es ganz ähnlich. Sie erhalten Hilfe vom Korps, sind darüber aber nicht unbedingt glücklich. Mir schlug doch einiges an Bitterkeit entgegen. Das ergibt keinen Sinn. Wenn es ihnen nicht gefällt, müssen sie die Hilfe ja nicht annehmen. Ich sagte doch schon, dass das nicht geht, unter keinen Umständen. Na, alles klar? Was ist denn los? Ich bin gerade erst angekommen. Ich bin mir nicht sicher. Plötzlich brach ein Streit aus. Darf ich fragen, was hier vorgefallen ist? Also ich. Vielleicht könnt ihr ja helfen. Wir kommen hier nämlich keinen Schritt weiter. Das Korps will die Transportroute zum Senatus sicherer machen, damit die Hilfsgüter hier auch heil ankommen. Im Moment fallen unsere Versorgungseinheiten nämlich erschreckend oft den Magedeckwaffen zum Opfer, die hier ihr Unwesen treiben. Aber meine Bitte, besagte Waffen unschädlich machen zu dürfen, wurde rigoros abgeschmettert, ohne Diskussion oder auch nur einen Funken von Einsicht. Was soll ich denn auch dazu sagen? Mir wurde vom Kommandanten wie Administratoren befohlen, dass unsere Technologie auf gar keinen Fall in fremde Hände gelangen darf. Wer sagt mir denn, dass ihr die unschädlich gemachten Waffen nicht einfach mitnehmt und dann ist Gallemald euch erst recht schutzlos ausgeliefert, wenn ihr uns selbst diese Geheimnisse entreißt? Medius und Genaius sagten etwas ganz Ähnliches. Wie ist dieses Problem nur zu lösen, ohne einen Konflikt mit dem Korps vom Zaun zu brechen? Also, mit einem Handel oder einfach einer kleinen Erpressung
wäre diese Sache schnell erledigt. Ihr macht es euch unnötig schwierig. Ein Handel? Natürlich! Wir haben durchaus Verständnis für eure Situation. Als Soldat seid ihr an eure Befehle gebunden, das ist korrekt. Daher habe ich eine andere Idee. Ich muss umgehend mit Kommandantin Lucia sprechen. Würdet ihr diese Sache wohl mir überlassen? Sicher, meinetwegen. Kehren wir zurück nach Kim Splitterglass. Ich hatte soeben einen Einfall, der sowohl Garlemald als auch uns zum Vorteil gereichen könnte. Okidoki, also ab zu Lucia. Willkommen zurück. Aus eurer raschen Rückkehr schließe ich, dass die Gespräche um den Turm von Babil von Erfolg gekrönt waren. Ich denke schon, ja, wenn wir unsere Karten richtig spielen. Eben deswegen muss ich mit euch sprechen. Denn als Magistrat von Ratz ad Horn will ich der Galeischen Gemeinschaft ein Handelsabkommen vorschlagen. Oho, ich bin ganz Ohr. Die Bewohner dieses Landes haben den Niedergang ihres Kaiserreichs mit ansehen müssen und sich daraufhin dennoch entschieden, ihrer Heimat treu zu bleiben. So ehern diese Entscheidung auch ist, besteht doch kein Zweifel an der Tatsache, dass das Korps und seine Unterstützung sie erst ermöglicht macht. Diese ungleiche Beziehung führt zu einem erheblichen Machtgefälle zwischen dem Korps und Garlemald. Und die Leute spüren das. Daher kann man es auch noch so gut meinen und noch so viele freundliche Worte sprechen. Man begegnet sich nicht auf Augenhöhe. Genau das gedenke ich nun zu ändern. Ich biete ein Handelsabkommen, in der die Galeische Gemeinschaft und Ratz ad Horn gleichberechtigte Partner sind. Dank der Unterstützung des Elisabeth Korps könnte das Land wieder Fuß fassen. Nun ist es an der Zeit, den nächsten Schritt zu tun und auf eigene Beinen zu stehen, unabhängig und selbstbestimmt. Das klingt ja alles sehr rosig, aber was genau soll Garlemald denn mit Ratz ad Horn handeln? Ratz ad Horn hat ohnehin schon einen Nichtsangriffspakt mit Garlemald geschlossen. Und wir bieten eine ganze Reihe an Gütern und Waren zum Export. Die Galeische Gemeinschaft hingegen könnte zum einen Magedeck-Technologie, zum anderen die Nutzungsrechte am Turm von Babil verkaufen. Und sobald sich Magedeck anderorts verbreitet, wird man dort auch Erzheim benötigen. Und davon hat Garlemald reichlich. Ratz ad Horn jedenfalls ist höchst interessiert. Kurios, es bedurfte einer Besucherin aus einer anderen Welt, damit ich begreife, wie viel Wert in einem gerechten Handel liegen kann. Er macht uns gleich. Niemand steht über dem anderen. Ein durchaus zukunftsorientierter Vorschlag. Dafür will ich dir danken. Ich sehe außerdem keinen Grund, wieso wir dagegen ein Veto aussprechen sollten. Zudem ist Ratz ad Horn ein neutraler Stadtstaat und keine ehemalige Provinz oder dergleichen.
So werden andere Länder diesem Beispiel sicherlich folgen und ihre eigenen Handelsbeziehungen zu Garlemald aufnehmen wollen. Davon gehe ich auch aus. Ja, allerdings bräuchte ich eure Hilfe, um auch die Administratoren zu überzeugen, die gerade im Derdium weilen und auf den Beginn der Verhandlungen warten. Geh nur, ich werde hier bleiben. Ich weiß inzwischen mehr darüber, wie genau wir den Turm von Babil für unsere Pläne zu nutzen haben. Also erlaubt mir bitte, euch ebenfalls zu begleiten. So Leute, das war's aber wieder für heute. Wie schon letztes Mal gesagt, zurzeit ist alles ein bisschen videolastig. Der Grund dafür ist aber klar, denn wir sind ziemlich am Ende der Story von Endwalker. Darum, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao!